Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator auf meiner Ranch und sie hat sich etwas verändert. Es sieht reichlich schräg aus, aber ich war jetzt eine ganze Weile beschäftigt, den Boden hier halbwegs einzuglätten. Und ihr seht, da ist noch eine Kante, da muss ich hier noch nacharbeiten. Aber anders passt das Ding hier nicht rauf. Und ich werde jetzt hier einiges, schaut euch das hier an, noch nacharbeiten müssen. Vor allem hier diese Berg- und Talbahn muss weg. Aber im Groben und Ganzen, das Ding steht erstmal. Und das Ding ist funktionsfähig. Das heißt, ich kann mich jetzt darum kümmern, hier für Tiere zu sorgen. Die letzten Tiere habe ich sogar schon wieder zurückgeholt. Ich war ja dabei, alle zu verkaufen. Und das ist mir eingefallen, wozu dann die Tiere verkaufen, wenn ich gleich einen neuen Stall baue? Also habe ich sie einmal spazieren gefahren. Und jetzt warten sie, dass sie in den neuen Stall rein können. Was noch anders ist. Mal gucken, ob ich einen Trecker habe. Oh! Ich habe ja ganz... Stimmt, ich habe jetzt nach der Aufnahme vergessen, alle zu starten wieder. Muss noch einer gestartet werden? Nein. Und ein neues Lager brauche ich. Ihr habt mir ein Lager empfohlen, ein unterirdisches, wo mehr reinpasst. Weil die Erdbeerpaletten, die ich hier hinten lagere, wohl Leck verursachen. Und deshalb muss ich ein neues Lager bauen. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich das hier über... Da blinkt was. Ich habe immer noch einen Fremdauftrag offen. Ob ich das hier ersetze oder durch das unterirdische Lager erweitere. So. Auch richtig. Den Fremdauftrag haben wir noch. So, den können wir machen. Dann können wir den abschließen. Und alle sind glücklich. Gut. Ja. Komm mal bitte nach Hause. So, du bist fertig. Dann würde ich sagen, mache ich das nebenbei. Und wenn ich mich dann um die Rinder kümmere, dass der hier schon das Heu reinholen kann. So. Ja, dann werde ich mit den Rindern jetzt komplett neu anfangen. 490 Kühe passen da rein. Ha. Das wird ein Spaß. So, ich weiß noch gar nicht, wo ich das unterirdische Lager hinbauen soll. Ja gut, ich habe es mir runtergeladen. Also installiert. Ich habe es mir aber noch nicht angeguckt. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Aber ich habe es schon gefunden. So. Jetzt brauche ich den Schwader. Nein, 7,80 Meter. Dich können wir löschen. Und jetzt laden wir Feld B Schwadernladewagen. So. Du startest am ersten Wegpunkt in Feld B und begibst dich dort mal bitte hin. Have fun. So. Oh. Öffnen, auswählen, okay, so, auch die kommt sich ein bisschen wenig vor, na gut, da kriegen wir aber ganz schnell hin, ach, Wasser, die Tiere brauchen Wasser, wow, okay, da muss ich eine Rampe hinbauen. Der Stall braucht also Wasser. Nicht getroffen.
Stopp. So, du machst mal voll. Wasser. Wir haben hier einen Tank. Dann holen wir erstmal Wasser. So, jetzt werde ich mal mit Vollgas hier durch. Mal gucken, wie schlimm es ist. Ah ja, geht eigentlich. Muss aber noch alles geglättet werden. So. Wasser. Jetzt muss ich gucken, dass die ganzen Fabriken, die darauf angewiesen sind, Milch und so weiter haben. Ach ja, die Misthaufen, die muss ich hier drüben hinstellen. Weil hier war mir die Kante zu groß. So, dann werde ich hier nämlich eine Auffahrrampe bauen müssen. Irgendwie. Gut. Das würde doch heißen, dass ich hier, nein, hier meine Kühe habe. Aha. Produktivität 0. Wasser, Milch, Stroh. Kapazität, Futter. Gut. Ja, hier muss eine Rampe hin. Ganz dringend. So. Das habt ihr erstmal. Jetzt braucht ihr Futter? Ja, ihr brüllt ja schon, ich weiß. So, ich habe für euch totale Mischration. Wo wird denn Futter abgeliefert? Da drinne? Oder andere Seite. Ja, ich guck mal drinnen. Ah, wird hier wirklich. Und wo kommt denn Stroh hin? Auch hier? Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da hinten wieder rauskomme oder ob ich hier immer rückwärts rausfahren muss. Entschuldigung. Ah. Ja klar, die kreuzen trotzdem. Interessant. So. Und dann muss ich jedes Mal hier wieder. Ah, okay. So kann ich durchfahren und so haben die Kühe hier Platz zum Rumlaufen. Alles klar. Hier hole ich dann die Gülle ab. Da drüben ist übrigens der Mist. Ich konnte nicht den ganzen Mist retten, weil der hat ihn immer wieder zurückgeschüttet. Das heißt, ich konnte nur mitnehmen, was in den Anhänger gepasst hat. So. Wird das Stroh hier auch abgeliefert? Ja. Muss ich mal gucken, ob das geht. Vorwärts reinfahren und rückwärts wieder rausfahren. Aber ich sehe keinen Stroh. Wo liegt denn der hin?
Warte, der Futzel da? Wasser? Stroh? Ach du Scheibenkleister! 8000 Liter effektiv. Oh Gott. Okay. Das wird jetzt interessant. Das wird jetzt wirklich interessant. Gib mal alles her. So, der Anhänger ist voll. Aber wir haben ja noch den roten. So. Also machen wir als erstes Futter. Halt. Und her damit. So. Ist die Fabrik überhaupt eingeschaltet? Silage? Hier. Nein. Hier. Aktivieren. Wie von 5 Millionen. Priorität. Moment, hat sich hier was verändert? Die Anzeige ist neu. Oh. Okay. Kann ich dich einschalten? Güter fehlen. Was fehlt dir? Sorghum hast du? Ah, hier. Getreide fehlt. Alles klar. Ja gut, dann habe ich noch 18.000. Muss ich damit klarkommen. Voll? Gut. Jetzt bin ich gespannt, wie viel das ausmacht. So. Mehr Futter. Oh, 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 oh. Der Anhänger funktioniert nicht. Wie viel hat das jetzt gebracht? Ach, Dusch. So. Oh Mann. Na gut, ich werde mal probieren mit Stroh. Junge, Junge, Junge. Da wäre ich jetzt 3 Wochen beschäftigt, seinen Stall aufzufüllen. Und dann werden die mir mit 400 Tieren die Haare vom Kopf fressen. Oh Mann. Aber gut, die kriegen erstmal eine Grundversorgung. Noch sind es ja nur 10 Kühe. Und wenn es dann später 400 Kühe werden, dann muss ich mir was einfallen lassen. Dann brauche ich mehr Felder, die für mehr Futter sorgen. Und vor allem, ich brauche einen Anhänger, der hier nicht so hoch geht.
Das könnte ich mit dem blauen Anhänger machen. Der hat auch so einen Schiebemodus drin. Ja, ich sehe es. Ja, da muss ich mir den blauen Anhänger nehmen. So. Ja, da werde ich eine Menge zu tun bekommen. Ja, Stroh, guck mal hier. Gerade mal ein Drittel gefüllt. Oh Gott. Ich brauche eine größere Mischmühle. So. Ich werde jetzt mal den hier nehmen. So. Stopp. Jetzt kloppen wir die mit Stroh voll. Das wird... Aha, worauf habe ich mich da nur eingelassen? So, jetzt muss ich mal gucken. Es gab doch... Ach nee, der hat ja generell einen Schieber. Stimmt, den muss ich ja nicht umschalten. Stopp. So. Und rein mit dem Stroh. Wow. Guckt euch das bisschen Stroh an, was da kommt. Auweia. Ja, Wasser ist fast voll. Ja, Stroh ist fast voll, natürlich, weil ich zu wenig Kühe habe. Und Futter ist, nada. Okay. Ich werde also jetzt... Wow, wow, wow. Also rückwärts rangieren ist nicht so... Das wird ein Spaß. Ja, da werde ich jetzt noch...
noch mehr. Warte mal, passt der hier eigentlich in die Futter rein? Das wird jetzt die nächste Frage sein. Und ich weiß doch immer nicht, wo ich das unterirdische Lager. Warte, jetzt wollte ich erst noch gucken, wie groß das unterirdische Lager ist. So. Wo waren da? Wo hatte ich das gesehen? Bei Silos? Ja, hier. Okay. Nein. Zur Not könnte ich das hier hinschmeißen. In meine Stellfläche. Oder so hier. Ja, hier hat es keinen Platz, weil dann müsste ich das so hinstellen. Aber dann komme ich hier so schwer hier hinten lang. Das ginge auch. Hier. Hier geht's nicht. Ha. Ja, das muss hier dann irgendwo sein. Muss ich mal schauen. Hier passt es nicht rein. Hier steht es im Weg. Es ginge aber. Und hier. Hier ging es. Naja, gut, da kann ich nicht reinrangieren hier. Dann bräuchte ich, habe ich hier so eine scharfe Kurve. Das kriegt Johnny alleine nicht hin. Dann steig den hier hin, mache ich den Baum da noch weg. Und zur Not mache ich das Fermentier. Naja, Fermenter-Silo weg. Ich tendiere dazu, das Ding hier hinzustellen. Hier. Aber das machen wir nächste Folge. Diesmal muss ich erstmal gucken, ob ich hier. Sekunde, wo waren das da hinten? Oh, und Johnny ist fertig mit Schwadern. So. Hoffentlich passt der hier durch. Nein, der ist zu hoch. Der ist zu hoch. Ah, komm, Kamera. So. Dann werde ich... Stopp! Ich will da nicht gegenrennen. Müssen wir es so rummachen. Okay, der blaue Anhänger geht für Stroh, aber für Futter muss ich den hier nehmen. Oh, ich sehe doch nichts, wenn diese Kamera mal so rumspringt. Das wird nichts. So, jetzt aber. Ganz rüber. Wo hängt denn der jetzt? Also Giants, mit der Kamera müsst ihr euch was einfallen lassen. Das ist Müll. Wie soll man sowas sehen können? So. Hier laden wir Futter auf. Und hier laden wir Futter auf. Ja, und ich denke mal, dann wird das für die 10 Kühe erstmal reichen.
Gott. Da habe ich mich auf was eingelassen. Vor allem. Wie hat denn jetzt noch Mischration? 6 Liter. Das war's. Ich habe keine Mischration mehr. Oh Gott. Ja, dann brauche ich eine größere Mischmühle oder wie immer das heißt. So. Das laden wir schon mal ab. So, und jetzt muss ich gucken, dass das hier nicht zu hoch geht. Ja, das geht. So. Das war's. Mehr Futter habe ich nicht. Und das hat... Das bringt gar nichts. Auf Weiher. Okay. So, und jetzt muss ich hier vorsichtig raus. Ja. Dieser Stall ist... Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee war. Aber da werde ich noch eine Menge Herausforderungen mit haben. Aber wenn das klappt... Oh, dann haben wir so was von Tiere. Wow. Das wird eine Menge bringen. Gut, apropos bringen. Ich bringe jetzt erstmal den Anhänger weg. Stroh fahre ich mit dem blauen rüber. Und... Lasse schwadern. Ah ne, geschwadert ist schon. Ich lasse das Heu abholen. Jetzt haben wir nämlich wieder Heu. Und dann werden wir den Fermenter noch kräftig laufen lassen müssen. So. Oh, ich sehe gerade was. Ist der Tracker an? Ach Quatsch, der ist doch. Ich sehe gerade, dass der Tracker rot ist. Und zwar tiefrot. Das heißt, bevor ich den zum Schwadern, zum Sammeln schicke, wirst du erstmal repariert für 7.500. So. Der müsste eigentlich noch den drinnen haben, genau. Schwadern und Ladewagen kriegt denselben Kurs. Na? So, jetzt passt es. Und jetzt muss ich den Ladewagen nehmen. Und ich weiß, Kurs löschen und Kurs neu laden, weil er sonst Zirkus macht. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir sind für heute erstmal fertig. Ich sage danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut, genießt den Tag und vor allem, see you later.